Willkommen zu Let's Play Yoshi's Story, dem offiziellen Nachfolger zu Yoshi's Island, 1998 fürs Nintendo 64 erschienen. Verwandelt. Ja, solche Bücher hatte ich auch mal als kleines Kind. Waren ganz nett. Aber ihr merkt's, jetzt sehen die Yoshis nicht mehr so fröhlich aus. Der Happy Baum wurde gestohlen. Die Yoshis sind sehr unglücklich. Die sehen mir fast schon vergiftet aus. Noch ätzender als in Yoshi's Island. Ja. Das Spiel kam auch wirklich sehr umstritten ein. Ich glaube, ich habe mir mal so Reviews durchgelesen. Also es gibt echt zwei Yoshi-Story-Zocker. Die, die es haten, weil es halt nicht mit Yoshi's Island 1 mithalten kann. Aber es gibt auch die, die es echt feiern, so wie ich, weil halt jeder Level wirklich was Besonderes ist. Nein, ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Ich bin tot, ich lebe noch. Ja. Nämlich folgende Angelegenheit, immer wenn man stirbt, verliert man den Yoshi, mit dem man gerade spielt. Und der wird brutalst dann in Baby Bowsers Schloss abgeschlachtet. Nein, das sieht man nicht, aber ich habe halt mir immer vorgestellt, oh Gott, das machen die mit dem armen Yoshi. Also, Moment mal, die Lava macht mir nur so Schaden. Ich will in dem Spiel, ich setze mir eine Challenge, ich will in dem Let's Play nicht ein einziges Mal sterben. Oder, sagen wir mal, nur ein bis zweimal. Wenn ich wirklich mehr als 5 Mal in dem Let's Play fehle, dann bin ich ein Noob. Denn das Spiel ist wirklich nicht schwer. Na gut, die Engine ist ein bisschen komisch und Yoshi springt ein bisschen komisch, Flattersprung und alles ist sehr strange, aber an sich ist das Spiel wirklich nicht schwer und weil Yoshi dann halt immer sehr brutal von Kamek's Schergen abgeführt wird, möchte ich es echt. Der Drache hat auch sehr Ähnlichkeit mit Logard aus Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Aber vom Aussehen her, nicht vom Aussehen her, von dieser Art, dass er eben keine Beine hat, erinnert er an Cola Carambolus aus Super Mario Galaxy 2. Ja, spätere Mario-Spieler haben sich scheinbar an diesem Drachen ein Beispiel genommen. Sag nicht, ich sterb. Sag nicht, ich sterb. Gleich mal der erste Fehl. Ja, ihr merkt, das fand ich früher immer voll brutal, wie die den armen Yoshi ab ins Schloss transportieren. Da konnte ich früher nicht hinschauen. Das ist technisch gesehen der Nachfolger von diesem Spiel hier. Aber das ergibt jetzt richtig schön Sinn, weil der einen hochschleudert. Gleich zu seinem Kumpel rüber. Aber wenn ich mich von dir wegschleudern lasse, dann ist es ein bisschen unrealistisch, dass ich wieder hinter einer verschlossenen Tür lande. Ein Herz! Nein! Nein! Sag mir nicht! Da los! Na toll. Ein Fail. Damit wären wir schon bei 2. Kann ich das irgendwie vorspulen? Ich möchte nicht sehen. Weil wir sind ja schon in Baby Bowsers Festung. Also warum noch ein bisschen unrealistisch? Warum fliegt er extra raus, nur um ihn wieder reinzubringen? Na toll. Ah, ich glaube, ich weiß, was geplant ist. Ich muss jetzt wie... Ja, verdammt, nicht fehlen! Ja! Na toll! Fail Nummer 3. Sag jetzt bitte nicht, ich muss diese erste Phase nochmal machen. War der wirklich so schwer? Oder war es nicht so, dass jede Kampfphase anders ist, je nachdem welchen Level man anwählt? Aber ich habe schon gesagt im letzten Part, das Spiel hier macht mir irgendwie mehr Probleme als Yoshi's Island 1, obwohl das ja eigentlich schwerer ist. Ist einfach so. Boah, die Grafiken hier. In Super Mario 64 gab es keine vergleichsweise schön gerenderten. Nein! Und ich, Trottel, habe den Fail-Counter auf 4 erhöht. Und das schon nach 4 Parts. Wenn ich in jedem Part um die einen Fail leiste. Na toll, mein weißer Yoshi ist weg. Ich hätte gerne einen weißen Scheigei. Du frisst so viel Obst, wie du fressen kannst. Blöd. Nein! Lass mich raus! Und spuck mich ja in die richtige Richtung aus! Er spuckt mich glücklicherweise in eine richtige Richtung aus. Auch mal wieder ein Level, an dem ich... 0! Fail Counter 5. Ich glaub's nicht. 2 Yoshis sind halt weniger... Sekunden verbraucht. Das Spiel macht mir mehr Ärger als Yoshi's Island. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach so. Boah, 2 Yoshis schon verloren. An diesen blöden, blöden Kerl. Boah. Wer? Nein. Aber ich glaube, der spuckt mir immer recht fair aus, oder? Ah.
Na los! Nein! Aber ich hätte noch gelebt! Ich Trottel, ich hätte mich noch retten können. Ich könnte jetzt die Aufnahme wegschmeißen. In Yoshi's Island wäre das ja eher Routine. Wie viele Fails habe ich jetzt schon gemacht? Ich glaube 6 insgesamt im Let's Play, oder? Ich sehe schon, meine Abonnenten müssen mich bestrafen. Blauer Yoshi! Blauer Yoshinski! Erfüllen Sie Ihren Dienst! Oh, und das kann's nicht sein! Und das kann's auch nicht sein. Mann, oh Mann. Wenigstens geizen Sie mit Herzen nicht! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Da oben ist ein Dings. Heiliger Bimbam. Das Herz will ich jetzt aber schon haben. So, krach runter da. Ich brauche Energie. Du sollst hochheben, mein Freund. Das sind ja eigentlich keine Scheigeist, das sind Flygeist. Achso, die schrauben sich langsam runter. Ich bin jetzt gar nicht abgesehen. Hier gibt es eine eigene Animation für die vom guten Yoshinski. Zack. Dann geht der hoch. Ja, jetzt schlimm. Nein, der hat mich. Ich hab doch gesagt, der one-hittet. Wieso ist der auf einmal so schnell hochgefahren? Tatsache. Na toll, jetzt sind wir schon beim Fail-Counter von 7 angekommen. Verdammt, ich könnte jetzt natürlich schon heimlich die Aufnahme neu starten und... Aber dann ist halt der Blind-Faktor verloren. Für diesen Erfolg gibt es den Win der Woche. Wir haben ein Problem, wir kommen jetzt nämlich wieder an diese eine Stelle dahin, wo ich vorhin schon mal kläglich gestorben bin. Also... Ich muss mir das Muster von denen einprägen. Wir merken uns, jetzt da hinstellen. Und jetzt... Ja klar, jetzt machen erstmal alle eine Stampfer. Mann, der erste Level hier ist schwerer als der zweite. Das Muster von denen ist unberechenbar. Ich muss jetzt mal überlegen. Jetzt haben wir schon Fail Counter 8 und haben gerade mal... die Hälfte des Spiels geschafft. Okay, ihr könnt euch schon mal auf eine fette Bestrafung von mir... Also, ihr dürft eine Bestrafung für mich wählen, denn... That's the Epic Yoshi Rap! Oh yeah! Und Yoshi schaut mich ganz kritisch an. Okidoki, willkommen zurück zu... Ja, eben Yoshi Story! Es könnte halt sein, ich muss es leider austesten. Ob hier ein Herz drinnen. Nein! Nicht euer Ernst! Dieser verdammte Scheiger! Ich hab gewusst, dass das passiert. Na toll, Fail Counter 9. Ich lege jetzt hiermit fest: Die Bestrafung ist entweder Thomas für Sega Mega Drive oder. Call of Duty. Das hat noch ein Erfolg geschlagen, dass ich das als Bestrafung für 11 Fails machen muss. Denn Zelda 2 tue ich mir nicht an. Da tue ich mir lieber anderen brutalen Stuff an. Geil, einfach geil! Hey. Oh! Und wehe, der Fly Guy kommt gleich und stoßt mich runter! Nein! Nein! Ich lebe noch! Und ich lebe nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Fails haben wir jetzt? Verdammt, ich glaube, es sind schon 10, oder? Ich lasse mir in dem Spiel nicht genug Zeit, aber Problem ist halt, wo soll man sich Zeit nehmen? Ich meine, ihr merkt, da kommt einfach mal so ein Fly Guy. Eddie Boo war das die Inspiration, denn Paper Mario kam ja. Naja, Das Level gefällt mir nicht. Vor allem, das sieht für mich nicht wie ein Schloss aus, sondern wie. Aber die Regel gilt mal wieder. Schaust du den Buhu an, bist du nicht dran. Oh je, Mini. Ihr wisst, ich darf nicht failen. So, und super. Schon habe ich wieder Energie. Und anschauen. Okay, der ganze Level besteht scheinbar nur darin, dass ich diese Buhus nicht ansehen darf. Der wieder ein Ei hat. Okay, volle. Wir kriegen hier volle Energie. Aber woher kriegen wir
Oh oh, aufpassen, nicht sterben. Ich kann auf euch ja sogar stehen. Kann ich euch nicht auch mit Stampfattacken besiegen? Wehe, du stirbst hier. Ich sag doch, ich kann ja mit... Lauf! Soweit ich weiß, ist der Level auch echt groß. Also viele mögliche Verstecke für diese Herzen. Bei diesen Spinnen gibt es, glaube ich, irgendein Secret. Das hat Game Explain mal in einer seiner Cool Bits Folgen gezeigt. Allerdings weiß ich... Oh! Weiß ich nicht mehr, was das war. Mann, wenn du... Ich überstehe jetzt nicht ernsthaft den schwersten Boss in dem Spiel unter Anführungszeichen. Nein! Ich überstehe die schwersten Level in diesem Spiel. Und in diesem Level verliere ich die Challenge bei dieser scheiß Spinne. Nicht euer Ernst! Jetzt muss ich eine Bestrafung annehmen. Nur wegen diesem Scheiß. Also ihr merkt's hier. Aber nee, das ist es nicht. Das Herz ist nämlich... Ich schieß lieber von hier. Ja, ihr merkt's. Da ist es. Oh, mein Gott! Oh. Okay, ich habe jetzt schon überlegt, während ich da so um mein Leben gestrampelt habe. Wie war die Challenge normal, bei 13 oder bei 12 Fails? Es ist doch unglaublich. Ich habe in diesem Let's Play einfach kein Glück. Aber genug geredet. Danke fürs Ansehen und wir sehen uns wieder bei vielen anderen Let's Plays als auch Yoshi 2018. Tschüss!